Nürnberg, eine Stadt mit Geschichte. Rund 500.000 Einwohner sind heute in der Frankenmetropole zu Hause. Seit dem 11. Jahrhundert thront hoch über der Stadt die Burg. 32 Kaiser und Könige haben von hier aus deutsche Geschichte geschrieben. Vor der alten Stadtmauer erhebt sich das imposante Gebäude des Nürnberger Hauptbahnhofs. 1906 eröffnet. Heute ein wichtiger Bahnknoten im Netz der DB. Vor den Toren der Stadt liegt der Ort Fürth, seit 1835 per Eisenbahn mit Nürnberg verbunden. Die Bayerische Ludwigsbahn war die erste in Deutschland. Als Eisenbahn gibt es die Strecke schon lange nicht mehr. Ab den 20er Jahren fährt auf den Gleisen die Straßenbahn und seit den 80ern eine Etage tiefer die U-Bahn. Der erste Eisenbahnzug Deutschlands ist als Nachbau erhalten. Er kann sogar fahren. Hier im Wiesental zwischen Beringers Mühle und Ebermannstadt. Die vier kutschenähnlichen Wagen werden von der Lokomotive Adler gezogen. So sah die Eisenbahn vor über 175 Jahren aus. Der Adlerzug gehört zum heutigen DB-Museum, das seit 1899 seinen Sitz in Nürnberg hat. Ein Museum, das sich um fast 200 Jahre Eisenbahngeschichte bemüht und zu den ältesten in Europa zählt. Begleiten Sie uns auf einer Reise mit Höhen und Tiefen. Für Technikbegeisterte und für Interessierte der deutschen Geschichte. Erleben Sie die Entwicklung von der Holzklasse bis hin zum modernen ICE. Oder die Hochzeit in den 20er und 30er Jahren. Doch lassen Sie uns beginnen bei der Vorgeschichte und den Anfängen. Dr. Rainer Mertens, Ausstellungsleiter und Kurator, wird uns einige wichtige Exponate vorstellen. Das ist ein Kohlewagen, der ist aus dem Jahr 1829 aus der Southatton Colliery, also aus dem Southatton Bergwerk in der Nähe von Newcastle in Nordostengland. Und die deutsche Eisenbahngeschichte hat ja erst 1835 angefangen. Und somit ist dieses Fahrzeug 6 Jahre älter als die erste Eisenbahn in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth. Adler, König der Lüfte und Wappentier der Deutschen. Eine Lokomotive so zu benennen, das verriet Ansprüche. Das ließ Hoffnungen erkennen, die man in Deutschland an das neue Fortbewegungsmittel knüpfte. Der beste Lieferant war gerade gut genug. Stephenson natürlich. Mit seiner Lok begann in Deutschland das Eisenbahnzeitalter. Damals war das britische Pfund die Leitwährung der Welt. Ganze 1140 Pfund kostete der Adler. Bayerns König lieh huldvoll seinen Namen. Am 7. Dezember 1835 war halb Nürnberg auf den Beinen. Für 9 Uhr morgens war das große Ereignis angesagt. Eröffnung der Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Während sich das Volk an der Strecke drängte, machte sich Lokomotivführer William Wilson ans Werk. Auch er aus Großbritannien importiert. Wilson war sich seines Wertes voll bewusst. Er hatte sich ein Jahresgehalt gesichert, das weit über dem des Direktors der neuen Eisenbahngesellschaft lag. Mit diesem Vertrag. Zischend und fauchend setzte sich der Adler in Bewegung.
Die neuen offenen und geschlossenen Wagen waren in erste, zweite und dritte Klasse aufgeteilt. Wer den besonderen Komfort wollte, musste schon damals ein Draufgeld zahlen. Diese Filmszenen stammen aus dem Film Stahltier, der Mitte der 30er Jahre entstanden ist. In der Gegenwart ist der Aderzug entlang der Wiesent in der fränkischen Schweiz unterwegs. In Nürnberg steht noch ein zweiter, nicht betriebsfähiger Adlernachbau. Wir haben sie hier stehen neben dem hölzernen Mock-up des ICE 3, des ersten Designmodells, des modernsten Zugs der Deutschen Bahn. Und dies verkörpert gewissermaßen die Spanne, die wir als Museum bestreiten, vom Adler bis zum ICE, also die gesamte Geschichte der Eisenbahn in Deutschland. Das älteste Exponat hat diesen Ehrenplatz, bestaunt von Jung und Alt. Von Deutschlands erster Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth ist nahezu nichts übrig geblieben. Die Strecke ist schon in den 1920er Jahren abgebaut worden, der Originaladler noch viel länger verschwunden. Aber dies hier ist tatsächlich das einzige übrig gebliebene Originalfahrzeug der Ludwigseisenbahn. Ein Wagen, der ursprünglich von 1835 stammt, in der jetzigen Form 1843-44 umgebaut wurde und dokumentiert, wie die Eisenbahngeschichte in Deutschland begonnen hat. Zur perfekten Täuschung ist ein Foto der Empfangshalle des Dresdner Bahnhofs geworden. Die große Halle des Hauptbahnhofs Dresden hinter mir ist leider nicht echt, sondern nur eine Illusion, ein großes Wandbild, was teilweise hinterleuchtet ist und dadurch eben den Eindruck schafft, dass wir vor einem dreidimensionalen Raum stehen. Dies ist das Kernstück unserer Fahrzeughalle im Haupthaus. Diese beherbergt Exponate aus der Zeit bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Aus dem Jahr 1863 stammt diese badische Lokomotive. Die Phoenix ist eine Vertreterin der sogenannten Crampton-Lokomotiven. Bereits 1903 wurde sie ausgemustert. Etwas jünger ist die preußische G3 aus dem Baujahr 1884. Sie musste 1911 den Dienst quittieren. Ja, hier stehen wir vor einem ganz besonderen Fahrzeug. Das ist Deutschlands älteste erhaltene Originallokomotive, die Bayerische Lokomotive Nordgau. Damals hatten die Lokomotiven ja noch Namen und keine Nummern, und zwar der Bauart B5. Sie ist 1853 ausgeliefert worden und in den 1920er Jahren leider oder Gott sei Dank aufgeschnitten worden, um zu zeigen, wie eine Dampflok funktioniert. Wir haben diesen Lokschnitt belebt mit moderner LED-Technik, sodass die Leute sehr leicht begreifen können, wie denn so eine Dampflok fährt. Ebenfalls eine Rarität ist die bayerische S26. Hinter mir steht eine Rekordlok, die schnellste Dampflok der Welt vor dem Ersten Weltkrieg, die bayerische S26. Bei Maffei gebaut, 1906. Und 1907 hat sie auf der Strecke zwischen Augsburg und München nachweislich die Geschwindigkeit von 154,5 Stundenkilometern erreicht. Das war damals Weltrekord. Allerdings ein Nachteil dieser Lokomotive war, sie konnte weder besonders steile Steigungen bewältigen, noch lange Züge, schwere Züge ziehen. Deswegen hatte sie auch kein sehr langes aktives Leben, wurde schon Anfang der 1920er Jahre wieder außer Dienst gestellt und kam dann gleich bei der Eröffnung dieses Museums hier an der Stelle 1925 in die Museumsräume und ist bis heute dort geblieben. Eines unserer Prunkstücke hier im Museum sind zwei Wagen aus dem Hofzug des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. Wir sind somit einer der wenigen Standorte außerhalb Altbayerns, die mit Ludwig II. In Verbindung stehen.
Dieser Wagen wird auch öfter als Versailles auf Rädern bezeichnet, weil er ja mit barockem Design gebaut wurde. Man sieht auch überall hier die Bourbonenlilie dran. König Ludwig II. War ein großer Verehrer des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Und hat ihn auch oft in seiner Kleidung, in seinem Auftreten imitiert. 1919 mit dem Sturz der Monarchie ist der Wagen dann auch der ganze Hofzug überflüssig geworden. Zwei Wagen des ursprünglich 8 Wagen umfassenden Hofzugs sind dann hier ins Museum gekommen und waren auch von Anfang an hier ausgestellt.